Ah, ja. Hallo, danke. Meine Augen tränen voll, ich sehe nichts. Sehe. Guten Morgen und herzlich willkommen bei den Enduro Vibes. Michelle fährt hier einen flotten Reifen heute am Morgen. Wir sind auf unseren Home Trails unterwegs. Hier alles hier. Hier weiß noch jeder, wo er in welche Ecke geschissen hat. Und dann liegt immer noch. Ja. Hier hat für ihn auch alles begonnen. Der Junge weiß nicht, wo er herkommt. Wie hat er denn damals hier angefangen? Er hatte doch das Highbike, ne? Das E-Bike, oder? Genau. Er war der Erste mit einem E-Bike. Nee, ich. Du? Ja. Ich hatte das erste Levo. Ach, krass. Ja. Und früher bist du bestimmt Stumpjumper gefahren. Naja, ich glaube, die Community weiß manchmal gar nicht, was du wirklich bist bei den ganzen Fahrradwechseln. Das ist schon ein halbes Jahr her jetzt wieder. Ja, stimmt, ein halbes Jahr, ey. Das ist eigentlich schon durchgegurkt, das Fahrrad. Wie viele Kilometer hast du auf der Uhr jetzt? 1000. Oh Mann, ey. 1000 Kilometer, alles Jahr, ja. Ja, den Rocky habe ich mehr gehabt. Da habe ich nach 6 oder 7 Monaten habe ich fast doppelt einen Kilometer gehabt, aber war auch Sommer. Ja. Wo ist der Rocky hin? Hast du das so weggekriegt? Ich stehe noch in der Garage. Oh, krass. Neuer Trail? Hier unten rein, ne? Sehr fluffig. Sehr fluffig. Und siehst nichts. Fluffige Kacke hier. Boah, hier müssen wir mit der Säge mal ran.
Jetzt der Ausstieg ist ein bisschen doof, ne? Bonus. Ab ins Unterholz. Alter, da fliegen die Beine weg. Auch mal ganz schnell dabei. Und? Juckt gut? Hast du geil Scheiße, ne? Hast du geil, frisst dir die Beine auf. Ja, geiler Grip, aber Rollwiderstand Katastrophe. Ne? Absolute Katastrophe. Wirklich. Ja. Also Touren kannst du knicken damit. Ja, fertig. Alter, rollt der schnell. Einfach viel zu schnell hier, ne? Okay. Alles gut. Da hat jetzt ein Hämmerding. Alter, was ist das so schmierig? Viel zu schnell. Machst du eh kein Video raus? Nein. Nein. Wird kein Video rausgemacht. Warum? Ja, weil er total lame ist. Den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Doch, den kenne ich, der ist richtig scheiße. Alter, kannst du dir am Arsch lecken, weißt du, wie scheiße der ist? Nee. Ey, früher bin ich den kopflos immer runtergefahren, ne? Mach ich nicht mehr. Richtig, wo ich keine Haare am Sack und Haare auf dem Kopf.
Leck mich am Arsch. Der ist so asozial, der Trail. Ich habe hier einmal unten in der Senke gelegen. Wir haben schon einige gelegen. Ja. Ey, guck mal, meine Gabel ist voll durchgeschlagen, gerade da oben beim ersten. Alles gut. Ja, da ist ja ein ordentlicher Absatz, ne? Ich bin rumgekommen. Boah, ey. What? Voll kein Bock da drauf. Alter Schwede, ey. Sowas hier. Verdammt geil. Also, ey, das ist mit Abstand der geilste Trail hier. Er hat ein bisschen was von Tannennadel, DH. mit Turbo-Modus geht das gar nicht. Der bringt dich um. Ich stand so. Den ersten? Oh Mann, ey. Wo ich die 170 mm bis zum Anschlag gedrückt habe, weil ich da runter geeiert bin wie so eine Oma. Ich habe eher damit gerechnet, dass ich auf die Fresse fliege. Kannst du besser runterspringen am Stück, anstatt abzurollen. Ja, sind wir auch. Boah, der ist tricky. Ja. Ja, weil das so schräg ist hier und sehr schmal. Ja geil, ey, drei Abfahrten auf einem Haufen. Ja, das ist das Schöne hier, ne? Wie lang geht denn das Ding denn hier?
Lenker noch mal ein bisschen nach vorne sehen. So? Ja, du musst gucken, dass deine, dass es gerade ist, ne? Guck mal, meine Handgelenke und schließt gerade ab. Sieht eigentlich gut aus. Ja, aber... Stell dich mal hin. Stell dich mal in Zweig. Ne, schließt ja richtig. So, guck mal, ich übertreibe jetzt. So. Krass. Ja, okay. Dann liegt das daran. Ja, du musst den Lenker anders drehen gleich. Also mehr nach... Nach vorne. Das ist, als ich, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit 100 Kilo hanteln hier... Mein Lenker hat sich ein bisschen verdreht. Und hier lag jetzt meine in der Rinne drin, Alter. Oh, die ist richtig, richtig krank geworden. Am besten jetzt links fahren. Links fahren. Fährst du auch links hier oben raus? Ich hab da ein paar Mal gelegen. Kamikaze? Ja. Die Abfahrt wird so asozial. Aber alle schon gelegen. Alle. Ich hatte ja letztes Mal einen richtigen Überschlag. Aber heute ist Druck. Oh krass, der Lenker fühlt sich so anders an jetzt. Ja, dann machen wir gewöhnlich erstmal dran. Ja, dann fahren wir die Abfahrt auf jeden Fall. Ich gewöhne mich dran. Witzbold, ey. Erstmal alles mitnehmen, was hier liegt. Mein Gott, ey. Alter Schwede. Das ist doch nicht mehr die Abfahrt, wie so früher mal war. Leck mir am Arsch, ey. Sehr anders geworden. Krass, ey, guck mal, wie steil das ist. Kommst du gar nicht rüber. Ne? Wirklich. Und du musst sehr vorausschauend fahren, ey. Ja. Das fahren wie auf Schienen, ey. Boah, Alter, guck dir das mal an von hier. Ich würde gerne mal sehen, wenn da einer runterkommt. Da kannst du schon geile Bilder machen. Ja. Das sieht auf der Kamera wieder nur ultra lehm aus. 53. Okay. 47. Junge, Junge. Da, echt, der Bosch macht jetzt... Ja, jetzt muss ich die Wand runter, ne? Ja, traurig bin ich und der Bosch ist sowieso der effizienteste von allen. Und nur EMTB und Turbo? Ja. Ich fahre immer bergauf Turbo, Abfahrten EMTB. Ja. Nix Eco. Und mittlerweile kannst du EMTB und Tour Plus individualisieren. Ja? Das heißt, du kannst wirklich da auch nochmal anpassen, wie du es haben willst. Ja. Da kamen in letzter Zeit so viele Updates raus, dass du so viel ändern kannst. Wollen wir der R oder musst du beim Laden? Nein, kannst du über Handy machen. Ah, okay. Du hast ja die Flow-App. Ja. Da kannst du alles so einstellen, wie du möchtest. Okay. Schutz gegen Diebstahl, hast du jetzt mittlerweile eine Alarmanlage da dran? Ja. Oder beziehungsweise so eine Logging-Funktion, dass du nur damit fahren kannst, wenn du dein Handy dabei hast. Ja, ist hier auch. Auch hier gut. Auch. Dann sagst du in Ralle, hier lass mal Fahrräder tauschen oder kommt der Berg nicht mehr runter, weil der Akku weil ein Fahrrad aus ist. Okay. Ne? So. All it on. Assi-Abfahrt, die vierte. Alle Abfahrten geil, sind hier alle.
Was ist denn hiermit passiert? Richtig geil. Richtig, richtig gut. Macht richtig Spaß, auch die kleinen Hügelchen drin. Haben die gut gemacht. Der Drop ist super. Kannst du aus jeder Lage eigentlich fahren. Ja, der ist manchmal scheiße anfällt. Aber ja, so, wir fahren jetzt zum besagten Trail. Hier hat sich der Schmidtchen letzte Mal ins Krankenhaus geschossen. Ja, das ist mein Trail. Das ist er. Ich vorfahre. Nee. Doch, doch, doch. Nee, wenn ich vorfahre, dann fahre ich wieder zu schnell. Lass los. Oh Mann, ey. Willst du nur, dass ich noch ja, ein Sturz muss ich noch drauf haben heute. Fürs Intro. Kannst du geradeaus fahren, ne? Und gleich rechts rein. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts. Oben geht auch was lang. Oben war besser. Cool. Ist ja wirklich ein richtiger Trail wieder, ey. Geradeaus runter hier noch. Ah, ey, jetzt reiße ich mir hier den Schoner kaputt an dem Scheiß. Ach Mann. Nee. Oh, hier, kaputt. An den Dornen, Kack. Hat er dich fast getötet. Wirklich was getötet. Ich weiß. Hab ich aber noch gut gefangen, oder? Aber ich bin irgendwie so beschissen angekommen. Einmal können wir noch. Ja, mein Ding. Das kann auch wieder. Bremst nicht, ist das doof? Du bremst. Was mache ich? Du bremst. Ich bremst nicht. Ersten. Ist das doof? Vor dem Großen. Nein. Bremst nicht. Geht noch? Ja, ja. 5%. 4%.